Gracias. Ja, vielen Dank, Herr Präsident. Das war jetzt eine echte Bombe, Herr Kollege Sternberg, die Sie da haben platzen lassen. Alle Achtung. Es bildet immer auch die FAZ zu lesen, muss man sagen. Aber nicht immer ist das, was Herr Burger schreibt, auch das, was sozusagen wahr und richtig ist, sondern manchmal verstricken sich eben auch Journalistinnen und Journalisten in ideologische Kampfgebiete. Und da ist eins aufgemacht worden, das ist ganz klar. Es geht immer um die Frage, gibt es Staatsferne oder gibt es sie nicht? Und die Diskussion, die wir geführt haben und führen über die Stiftung Vielfalt und Partizipation oder Partizipation und Vielfalt, die ist so eine Debatte. Es geht überhaupt nicht darum, das wissen Sie auch, Herr Kollege Sternberg, es geht überhaupt nicht darum, sich einzumischen in die in das journalistische Produkt, in die freie Entfaltung und die Tätigkeiten von Verlegerinnen und Verlegern, sonst geht es schlicht und ergreifend darum, das, was wir alle beobachten, gesellschaftlich ein Stück weit in den Blick zu nehmen, zu sagen, wie kann man darauf reagieren, nämlich, dass wir insgesamt gerade im Lokalen, und da können wir in Nordrhein-Westfalen auch leider ein trauriges Lied singen, der Journalismus ins Arge gerät, dass insgesamt die journalistische Vielfalt, die Meinungsvielfalt auf dem Spiel steht, wenn wir weiterhin einen solchen Abbau, Zusammenschluss, Kooperationsmodell und Ähnliches erleben werden. Und da ist die Frage, wie qualifiziert man sich zu diesem Thema aufstellt und gibt es Möglichkeiten, zum Beispiel im Rahmen einer solchen Stiftung hier Modelle zu entwickeln, die künftig lokale Berichterstattung in Vielfalt und in Meinungsvielfalt und Freiheit ermöglichen. Das ist der Hintergrund dieser Überlegung. Und ich finde es eigentlich eher richtig schade, dass Sie nichts konstruktiv beitragen, sondern nur das, was versucht wird, jetzt über diese Stiftung zu organisieren, in Grund und Boden aus, wie ich finde, etwas ideologisch motivierter Sicht zu stampfen. Also das gefällt uns nicht. Wir werden dieses so beschließen. Wir wollen diese Stiftung, wir wollen diesen Ansatz suchen. Und ich muss Ihnen offen sagen, Sie wissen, er ist hinterlegt mit etwa 1,6 Millionen Euro. Jetzt zu erzählen, hier würde mit der Gießkanne ein ungeheuerlicher Betrag in die journalistische Landschaft geschüttet und alles staatskontrolliert verändert, das ist alles dummes Zeug, Herr Kollege. Ich meine, Sie müssen sich einfach den Betrag mal vor Augen führen. Dann wissen Sie, dass das alles nicht reicht, um eine echte Bombe zu zünden. Und das wollen wir doch auch gar nicht. Wir sind doch friedliebend. Wir wollen uns aber gerne beschäftigen mit Auseinandersetzungen, die uns auch in der Anhörung beschäftigt haben. Sehr wohl haben wir registriert den Hinweis auf die Frage der Verfassungsmäßigkeit bei dieser Förderung. Ist sozusagen das, was man über einen Beitrag aus dem LFM-Etat nehmend fördert, hier der Verfassung konform oder nicht? Sie haben selber das Thema Medienkompetenz angesprochen. Wissen Sie, Herr Sternberg, wenn man das, was Professor Gersdorf hier in diesem Raum dazu am 8. Mai gesagt hat, wörtlich umsetzen würde, dann würde aus meiner Sicht fast keine unserer Landesmedienanstalten in Deutschland irgendeine Tätigkeit ausüben können, außer dem, dass sie auf das guckt, was die privaten Programme machen. Das ist ein sehr, sehr enger Rahmen, den der Professor hier nicht unklug, gebe ich zu, gesetzt hat, aber der Rechtswirklichkeit in Deutschland, in allen Bundesländern, soweit sie Landesmedienanstalten haben, nicht entspricht. Und damit glaube ich, dass diese Kritik fehlläuft. Wir haben uns jetzt, um einen Änderungsantrag hier noch zu versammeln, das ist so, Sie haben das angedeutet und Sie haben gesagt, Sie können nicht von gestern auf heute noch weitere, ich muss Sie übrigens korrigieren, 25 Seiten, nicht 28, Änderungsantrag durchgehen. Dann haben Sie aber im weiteren Verlauf Ihrer Rede gesagt, Herr Sternberg, das meiste ist ja unstreitig, nach erstem Lesen. Und beides habe ich Ihnen zugetraut. Erstens, schnell mal drüber gucken, ist da viel Kompliziertes drin und neu. Zweitens, ist es unstreitig oder nicht? Sie haben zu beidem Aussagen gemacht. Sie haben es erstens einmal durchgelesen, erstes Lesen, und Sie haben gesagt, es ist das meiste unstreitig. Dann hier aber einen Popanz aufzubauen und sich anzuschließen an die Pressemitteilung, die habe ich mir echt nochmal rausgesucht, auch weil sie so schön ist, so blau-gelb. Muss ich mal eben gucken, ob ich die wirklich habe hier, die war so schön. Da, ja. So, Liberale im Landtag, Medieninfo. Novelle wird zur Farce, hat Herr Nückel gesagt, gestern schon. Also Sie hatten es schon gelesen, bevor Sie überhaupt das hatten fast, ja. Weil Sie haben ja ganz schnell reagiert. Sie haben also quasi schon reagiert, gestern am Mittwoch im Medieninfo 222 mit einer Brutalreaktion gegen das Landesmediengesetz, ohne dass Sie jedenfalls, oder Sie können noch mal so schnell lesen wie Professor Sternberg und Sie sind noch mehr in der Lage, 25 Änderungsanträge-Seiten hier mal eben zu in Bausch und Bogen zu verdammen. Also Sie merken schon, die Opposition agiert hier relativ uneinheitlich, das darf sie auch, sie ist ja schließlich in der Opposition nicht verbündelt, sondern macht jeder, was er will, aber man muss es schon ein bisschen entlang an dem machen, was wir hier gemeinsam vorgeschlagen haben. Und da wollen wir mal ganz schnell auf den Punkt kommen und sagen, die Änderungen, Herr Kollege Sternberg, Herr Kollege Nückel, die wir Ihnen vorgelegt haben, sind in ganz vielen Punkten redaktionell.
Sie sind an einigen Stellen stark noch mal inhaltlich bezogen, zum Beispiel auch auf das Verfassungsgerichtsurteil zum ZDF-Staatsvertrag und die Frage, wie geht man mit dem Thema Staatsferne um. Und sie regeln an bestimmten Stellen noch ein Stück weit nach, wo wir das Gefühl hatten, wenn man es in dem etwas schwammig zunächst formulierten Bereich belässt, wir uns am Ende künftigen rechtstechnischen Debatten nicht stellen können, wenn wir zum Beispiel Medienkommission und die Abfolgen darin und die Zusammensetzung und die Stellvertretungsfrage und nicht vernünftig regeln. Also das ist alles in Ordnung. Ich möchte jetzt noch einen Punkt ansprechen und dann bin ich am Ende. Wir haben einen heftigen Streit in der Koalition geführt über die Frage, wie gehen wir künftig mit dem Bürgerfunk um. Das hängt damit zusammen, dass wir mal Versprechungen gemacht haben, gemeinsam, Rot und Grün. Und einen Teil der Versprechungen haben wir jetzt auch ins Gesetz umgesetzt und dafür bin ich allen dankbar. Und deshalb glaube ich, dass wir, das ist das Wesen des Kompromisses, hier einen vernünftigen Kompromiss erzielt haben. Der tut allen ein bisschen weh, aber niemandem mehr so, dass wir nicht alle gut damit leben können. Und das ist das Entscheidende, das ist das Kerngeschäft von Politik. Und da wir das verstanden haben in der Koalition, sind wir uns auch an dem Punkt einig geworden. Und ich möchte mich bei allen Beteiligten, bei der Regierung für den Entwurf und das Verfahren, den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern der Staatskanzlei, bei Ihnen, Frau Ministerin, und natürlich bei meinem Koalitionspartner sehr herzlich für die insgesamt gute und konstruktive Zusammenarbeit bedanken. Und ein paar Worte wird nachher noch Kollege Bolte zu Themen besprechen, die auch im Landesmediengesetz von uns prima hineingeregelt wurden. Herzlichen Dank.